liebe Gäste hier in den VIP-Räumlichkeiten. Ich begrüße Sie recht herzlich zum RST VIP-Talk nach unserem Spiel heute gegen 1860 München. Und an meiner Seite begrüße ich heute unseren Neuzugang aus dem Sommer, Noel Niemann. Herzlich willkommen. Ja, hallo erstmal. So Noel, 0-2 lautet das Ergebnis am Ende. Der Trainer hat gerade in der Pressekonferenz gesagt, ich nehme es schon mal vorweg, mit der Leistung war er sehr zufrieden. Wenn man auf die Leistung guckt, aber das Ergebnis am Ende lässt einen dann doch irgendwie fassungslos reinschauen. Ja, wie fühlt sich das für dich als Spieler nach 90 Minuten an mit so einer Niederlage? Man ist natürlich erstmal etwas sprachlos, aber ich muss sagen, ich bin dann immer relativ schnell sehr selbstkritisch und denkt mir, ja, wir haben viele Chancen gehabt, wir haben ein super Spiel gemacht, aber im Endeffekt ist dann auch der Fußball, wenn man sich nicht dafür belohnt für die ganzen Chancen, dann kriegt man am Ende die Tore und deswegen müssen wir da auf jeden Fall uns bei der eigenen Nase packen. Das stimmt schon, aber ihr könnt euch ja insofern nichts vorwerfen, dass ihr euch einfach unfassbar viele Möglichkeiten, auch also fußballerische Lösungen heute gesucht und gefunden habt, die dazu führen am Ende, dass die Wahrscheinlichkeit ja für ein Tor relativ hoch ist. Wie denkst du als Offensivspieler darüber? Verzweifelt man dann irgendwann, dass das Ding nicht reingeht? Ja, also es wirkt irgendwie ein bisschen wie verhext, aber ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz, natürlich auch auf die Jungs, weil ich glaube, man hat gemerkt, dass wir überhaupt nicht aufgehört haben. Wir haben immer versucht weiterzumachen. Die Fans haben uns auch immer weiter gepusht, was dann auch sehr geholfen hat. Aber das Ding muss rein. Es ist schwer in Worte zu fassen einfach. Wenn du jetzt auf dich selber guckst und deine Offensivleistung. Es hat mal jemand gesagt auf der Tribüne, das habe ich mal so aufgenommen, habe ich dir auch schon mal erzählt, den kann man ja gar nicht irgendwie verteidigen, weil der auf dem Platz gar nicht zu finden ist. Insofern, weil der sich so schnell bewegt und überall in allen Räumen immer sich versteckt und dort Bälle verarbeitet. Ist das so deine Art von Offensivspiel, die du seit jeher lebst? Ich probiere immer relativ viel mich zu bewegen. Ich bin so ein bisschen freigeistmäßig. Ich schaue, wo die Räume frei sind, versuche dort reinzugehen, versuche mir irgendwie Platz zu verschaffen, um dann auch anderen Leuten Räume freizuziehen. Und ja, wenn das klappt, ist natürlich geil. Und heute leider hat der letzte Pass immer nicht funktioniert und ja. Das ist schon so. Lass mich mal nochmal reinblicken, vielleicht ins Spiel. Die Kabinenansprache. Ihr seid mit 0-1 in Rückstand. Die erste Halbzeit war eigentlich auch schon recht ordentlich. Ich fand die zweite aber noch deutlich, deutlich besser. Was hat der Trainer zu euch in der Halbzeit gesagt? Ihr wart sehr, sehr früh wieder aus der Kabine draußen, habe ich zumindest wahrgenommen. Der Trainer hat einfach eigentlich überhaupt nichts Negatives gesagt. Der hat einfach, so wie wir alles auch gefühlt haben, hat gesagt, wir sind mega gut im Spiel, wir müssen genauso weitermachen, wir dürfen überhaupt nicht aufhören, wir müssen ab der ersten Minute nach der Halbzeit einfach weiter Druck machen und irgendwann fällt das Ding dann rein. Und das haben wir auch versucht, wir haben es immer weiter versucht und heute wollte es einfach nicht sein. Wie empfindest du das Publikum oder die Reaktion des Publikums? Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr habt am Ende vor der Ostkurve gestanden und es gab eine Ansprache und dann tosenden Applaus von den Rängen. Was habt ihr da vernommen? Was nehmt ihr da mit? Ich weiß jetzt nicht, was die anderen daraus mitnehmen. Ich kann nur von mir persönlich reden. Deswegen, mich hat das einfach sehr happy gemacht zu merken, dass die Fans auch gesehen haben, dass wir alles gegeben haben, dass wir alles versucht haben rauszuhauen. Und ja, jetzt liegt es, natürlich erwarten wir von den Fans, dass sie uns immer weiter pushen, aber jetzt liegt es irgendwie auch an uns nach zwei Niederlagen in Folge, dass wir jetzt das gegen Elversberg irgendwie auch zurückgeben. Wie besonders war das Spiel heute für dich persönlich? Du bist ja geborener Münchner, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere hier auch weiß, hast selber bei der U19 von 1860 gespielt, auch im Drittligakader, bevor du nach Bielefeld gegangen bist. Wie besonders war das heute für dich, gegen deinen alten Verein anzutreten? Für mich war das schon eine Herzensangelegenheit, muss man sagen. Ich kenne viele noch aus der Mannschaft. Der Trainer war auch mein Trainer, der mich zum Profi gemacht hat sozusagen, bei dem ich auch meine Spiele in der dritten Liga gemacht habe. Deswegen war das für mich schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und umso enttäuschter bin ich natürlich auch, dass es leider nicht geklappt hat. Aber ich muss immer wieder betonen, ich finde, wir haben trotzdem echt ein super Spiel gemacht. Sehe ich ganz genauso, auf jeden Fall. Und ich finde, für die Leistung können wir mal einen kurzen Zwischenapplaus hier geben, bitte. Jetzt wollen wir natürlich kurz noch mal was über dich persönlich erfahren, denn du bist ja unser Neuzugang aus dem Sommer, unser letzter Neuzugang aus dem Sommer. Bist quasi mit dem Trainer taggleich ungefähr hierher gewechselt. Wie würdest du deinen Spielstil beschreiben? Erste Frage und zweite Frage, persönlich. Wie würde dein bester Freund dich beschreiben, was deine Eigenschaften betrifft? Also mit dem besten Freund Eigenschaften auch auf dem Platz oder persönlich? Persönlich.
Was bist du für ein Typ? Also erstmal zu der ersten Frage zurückzukommen. Ja, ich glaube, ich bin einfach ein Spieler, bei dem man merkt, dass er mit Spaß Fußball spielt, dass es für ihn, also ich mache alles aus dem Moment heraus, ich versuche nicht viel nachzudenken und das merkt man auch, glaube ich. Und ja, mein Ziel ist einfach viel zu kreieren, viel Chancen zu kreieren, meine Mitspieler in geile Positionen zu bringen. Und ja, das ist erstmal zu mir als Spielertyp und zu mir als Person. Ja, die Jungs sagen immer, dass ich so ein kleiner Witzbold bin, halt einfach, weil ich einfach viel Späße mache. Ich bin viel am Lachen, versuche alle Jungs immer irgendwie zum Lachen zu bringen. Und ja, so würde ich mich als Typ beschreiben. Und du hast keinen bayerischen Akzent, das habe ich schon mal festgestellt. Passt hier in Norddeutschland natürlich sehr, sehr gut. Wie gut hat die Integration in die Mannschaft, wie gut ist die gelungen? Wie empfindest du euch als Team und wie wahrscheinlich ist es für dich, dass ihr euch aus dieser Mini-Krise, will ich es gar nicht bezeichnen, aus diesen zwei Niederlagen euch wieder herausarbeitet? Mit Blick auch auf Elversberg. Also ich finde, wir sind eine sehr gute Truppe. Also erstmal für mich, die Eingewöhnung hat super schnell geklappt. Die Jungs sind direkt auf mich zugekommen, ob es beim Umzug helfen, tragen helfen war, haben mich direkt unterstützt und so. Also das war echt mega und ich habe mich direkt mit allen top verstanden. Und als Team, ich glaube, wir sind sehr ehrlich zueinander. Also bei uns fällt dann auch untereinander harte Kritik, muss ich sagen. Wir gehen aufeinander zu, sagen, hey, pass auf, das und das musst du besser machen, weil im Endeffekt macht es uns alle einfach nur besser, wenn jeder Einzelne besser ist. Und deswegen glaube ich, dass wir da zusammen auch mit dem Trainer auf jeden Fall rauskommen werden. Ich meine, wir spielen auch einen super Fußball. Ich finde, das kann man so stehen lassen und das ist doch mal das perfekte Schlusswort. Und damit bedanken wir uns bei dir, lieber Noel, und wünschen dir eine gute Regeneration und von uns allen ganz viel Applaus und ganz viel Erfolg natürlich. Wir drücken die Daumen für euer Spiel in Elversberg. Vielen Dank. Das war der RST Victor VIP-Talk. Danke.